Das sieht nun unser Garten im Moment aus, ein bisschen unaufgeräumt. Aber die letzten Pflanzen müssen noch rein. Das sind vor allen Dingen noch die Ampeln, wo es ein bisschen noch so rumsteht und dann wird aufgeräumt. So sieht nun im Moment dieses Winterquartier aus, ein Raum von 2x2 Meter. Alle Pflanzen gestapelt. Und dort müssen jetzt so noch ca. 25 bis 30 Ampeltöpfe und vielleicht noch 20 kleinere Töpfe rein. Die werden einfach irgendwo dazwischen gestapelt und wenn die aneinander stehen, kriegen die von selbst halt. Das ist ein bisschen ausgeklügeltes System, was wir jetzt schon seit einigen Jahren praktizieren und das hat sich eigentlich immer als sehr positiv erwiesen. Muss beim Reinstellen ein bisschen darauf achten, dass sich das nicht allzu viel abbricht. Das, was abbricht, ist bei dieser Verfahrensweise normal, aber es hält sich eigentlich sehr in Grenzen. So, das sind die letzten Pflanzen. Da ein Gießen ja in so einem Quartier gar nicht möglich ist und ich mir aber auch nicht die schwere Arbeit machen wollte, vorher zu gießen, bevor ich einräume, habe ich immer so nach jeder Lage ein bisschen gegossen. Jetzt werden nur noch die zuletzt eingeräumten Pflanzen etwas gegossen. Dann wird die Tür zugemacht. Und die Pflanzen werden sich absolut sich selbst überlassen. Ich kontrolliere es, dieses Winterquartier zwar ab und zu mal, aber machen kann man da nichts. Wenn ich merke, dass Pflanzen zu trocken werden, dann nehme ich mal die 5 Liter Spritze und sprühe mal alles ein bisschen ein. Das hilft, aber es hat sich gezeigt, es ist eigentlich überhaupt nicht notwendig. Jetzt mache ich noch die Tür zu und sind wir endgültig fertig.
Licht aus und Schluss.